Hallo ihr Lieben, ich hatte euch ja versprochen, dass ich vor Ostern noch ein kleines Update mache von dem Monipulli. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist jetzt Samstagmorgen, ich sitze hier im Laden und es ist Ostersamstag. Ich habe zwar auf, aber ich denke mal, ne, das wird heute nichts. Das kann ich den Leuten aber auch nicht verdenken. Ja, ich habe also weitergemacht an dem Munipullover. Ich schreibe auch einen Teil der Anleitung gleich in die Infobox. Ganz zu Ende bin ich nicht gekommen. Das ist richtig. Das ist ja dem geschuldet, dass ich gestern gedacht habe, oh, die Terrasse machen wir schön. Die Kinder kommen und ich mache schön Kartoffelsalat und wir grillen. Und damit die Männer, mein Sohn, mein Schwiegersohn und mein Mann haben natürlich die Terrasse gemacht, nicht ich. Wie komme ich dazu? Ne? Das ist Männerarbeit, ne? Aber dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich so zum Stricken, okay, ich habe ein bisschen was, aber ich bin da nicht so wirklich zugekommen. Nichtsdestotrotz habe ich es aber bis zum nächsten Mustersatz. Und ich zeige euch mal. Also, wie gesagt, er fängt ja an mit diesem Muster. Ich habe noch keinen Namen für das Muster. Wellenmuster, Zackenmuster, keine Ahnung. Nach 41 Zentimetern nehmen wir für den. Das ist ja so ein kleiner Ärmel, der da angestrickt wird. Das hier ist ja eine kleine Größe. 38, 40. Wenn das richtig ist, ich habe nur eine kleine Nadel gehabt. Ich hatte nur noch ein kleines Seil für das über, sonst könnte man das besser zeigen. Seht ihr, da habe ich jetzt schon einen Mustersatz. Vier Mustersätze muss ich noch, 10 rein glatt und dann wird abgekettet. Also dann ist dieser Pulli, das erste Teil davon ist fertig. Das werde ich jetzt auch ganz gemütlich über Ostern fertig machen und werde dann auch mit dem Vorderteil anfangen. Dass sich das hier unten so ein bisschen kräuselt, das ist normal, wenn das nachher gespannt ist und dann ist das auch wieder weg, ne? So seht ihr, das ist dieses Muster. Ich schreibe euch das nachher alles genau unten auf. Soweit wie ihr jetzt stricken könnt. Ich weiß, dass ein paar von euch haben sich das Garn bei mir ja bestellt. Und über Ostern, warum nicht, warum soll man da nicht dann mit anfangen können, ne? So, dann habe ich gedacht, machen wir das mal einfach, ne? Ja, das ist eigentlich das, was ich euch gerade so mitteilen wollte. Und das ist also das Update vom Monipulli. Ich werde ihn in meiner Größe natürlich auch noch stricken. Also ich finde den ganz hübsch. Das Muster finde ich ganz schön. Mal gucken. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo. Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Also, das ist jetzt auch nichts neu erfunden oder so. Ne? Die sehen sich ja irgendwie immer alle gleich aus. Aber ich habe gedacht, für einen Sommerpullover ist das hübsch. Ja, gut. Ich würde sagen, mehr habe ich eigentlich gar nicht, ne? Ich habe auch nur den Pullover hier liegen. Ich bin gar nicht. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Es soll ja auch kein Video so werden, sondern einfach nur, dass ihr mal gucken könnt, wie weit ich gekommen bin und dass ihr auch anfangen könnt, dass ich mir schon ein Teil der Anleitung, was heißt eigentlich ist die Anleitung, steht eigentlich. Eigentlich kann ich euch die da unten gleich reinschreiben und das war's. Vielleicht sollte ich euch noch hier, habe ich noch ein Tuch. Das habe ich, das könnte ich euch eigentlich noch so zeigen. Kornblume trifft Margerite in einer anderen Farbe, als sie eigentlich da. Und dieses Tuch habe ich nicht selber gestrickt, das hat meine liebe Freundin Caro für mich gestrickt. Ne? Weil alles kann ich ja auch nicht fürs Schaufenster alleine schaffen.
Aber das hat sie toll gemacht. Also das Tuch ist klasse. Ist aus einem Bobbel. Oh, ich glaube von Relana. Ja, der ist nicht von Veronika Hug, der ist von Relana. Und heute Morgen habe ich gedacht, wenn du dich hier so reinsetzt, ein bisschen Farbe, weil ich habe jetzt wieder einen dunkelblauen Pulli an. Und wenn ich jetzt hier so gesessen, fand ich mich so farblos. Und dann habe ich gedacht, es ist 20 Grad draußen, aber egal. Hier für die Aufnahme so ein bisschen Farbe, ne? So ins Ganze muss man haben. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was ich euch so mitteilen wollte heute Morgen. Eigentlich hätte ich mich ja für ein ganzes Video entscheiden können, weil ich weiß ja, ich weiß echt nicht, ob das mit Dienstag klappt. Wir haben ja jetzt, mein Sohn kommt morgen und dann haben wir uns vorgenommen, das neue Handy einzurichten. Und meine größte Angst ist ja, weil ich das Passwort von YouTube nicht mehr habe, dass mein Kanal weg ist. Da bin ich, also, stellt euch das mal vor. Was mache ich dann denn? Dann lasse ich euch über Eveline, lasse ich euch dann mitteilen, wo ihr mich wiederfindet. Da muss ich mir einen neuen Namen geben. Das nutzt ja nichts. Das sind alle meine anderen Videos. Das wäre echt schade, ne? Aber mein Sohn meint eigentlich nicht. Und wenn, dann könnte ich mir bei YouTube ja auch ein neues Passwort holen, ne? Aber das war damals so, ich habe das eingerichtet und dann war das so ein ganz langes Dingen da. Das war ja bald mehr wie eine IBAN und BIC zusammen, was ich da eingeben musste. Und das hatte ich mir wohl notiert, aber irgendwo ist dieser Zettel dann, wenn ich so am Schreibtisch sitze und mache mir das dann alles so fertig, dann, pff, das geht dann auch irgendwann unter. Ne? Sowas muss ich mir dann gleich in mein Geheimnissebuch schreiben. Aber das habe ich nicht getan. Tja. Ne? Jetzt stehe ich da und hoffe und bete, dass das gut geht. Ihr werdet es sehen Dienstag, ob es ein Video gibt oder keins. Schade. Ich lasse mich überraschen. Also das fände ich wirklich, also jetzt ohne zu lachen, ich fände das richtig traurig. Ne? Da muss ich dann. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz werde ich weiter Videos machen dann unter irgendwas. Vielleicht drehe ich das dann um. Nicht strick schön, Moni, sondern Moni strick schön. Warum nicht? Ah, es ist egal, es ist, ne? So, das war's. Ich mache mich jetzt daran und schreibe euch die Anleitung unten rein. Jo, das würde ich dann. Das war's. Ich wünsche euch tolle Ostern, alles Liebe, alles Gute, viel Gesundheit, feiert schön Ostern. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns. Ich hoffe am Dienstag. Hoffentlich drückt mir die Daumen. Bis dann, tschüss.